Hallo liebe Freunde, und da sind wir zurück zu Let's Play A New Beginning. Ich werde jetzt nicht zusammenfassen, was in der letzten Folge passiert ist. Die ist sowieso ein bisschen unfreiwillig entstanden, sage ich jetzt mal. Oder ich wollte nicht gleich aufnehmen, auf jeden Fall hatte ich gedrückt und es ging, nee, irgendwie hatte ich was gedrückt und dann ging das Spiel weiter und dann musste ich, bevor jetzt die Szene weg ist, gleich Aufnahme drücken. Hatte ich nur meine Aufnahme vorbereitet, war noch gar nicht richtig bereit. Na egal. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwie wieder weiterkommen. Wir müssen ja zu unserem Kollegen. Irgendwie müssen wir da hoch. Aber wie? Aber wie? Also. Na, dann wollen wir mal. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Das sollte ich vorerst nicht kürzen. Wer weiß, wozu ich... Ja. Na, dann wollen wir mal. Das geht auch nicht. Autsch, nein, das ist definitiv das falsche Werkzeug. Damit habe ich einfach zu wenig Hebelwirkung. Mit dem Funkgerät. Warum gibt es hier eigentlich so viele Türen? Und jede hatten diese... Ich nehme sie mal mit. Okay, cool. Na, dann wollen wir mal. Juhu, und wir behalten sogar die Stange. Eine Stange kann man immer gebrauchen. Tapete. Abreißen. Die Wand dahinter sieht auch nicht besser aus. Egal. Nicht mit bloßen Händen. Es geht! Ich wusste, die Stange würde mir noch nützlich sein. Okay, was haben wir jetzt? Durchsuchen wir es mal. Nein, nur Müll. Nichts Nützliches dabei. Die Spinntür. Nehmen wir die Seife nehme ich auch gleich mit. Ich hoffe, der bricht nicht auseinander. Bloß nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Hm. Egal, nimm's mit. Igitt. In den Gläsern wächst etwas Pilzartiges und es riecht unangenehm. Delvin wäre... Dann nimm's mit, eine Bloß Probe. Bloß nicht, die Gläser sind widerlich. Und meine Zähne könnte ich auch gleich mit einem Ziegelstein abreiben. Okay. Dann nicht. Dann gehen wir halt hier vorne durch. Also wir haben jetzt das und... Ich würde sagen... Ich habe das Seil an die Stange gebunden. Und nun? Stangenseil... Ich könnte es vielleicht da hochwerfen, aber es würde nicht halten. Ich sollte mir etwas anderes überlegen. Hm. Mit dem Besen die Leiter runterholen. Das müsste der gehen. Der Besen ist tatsächlich lang genug. Gute Idee. Na, was denn jetzt? Nein. Nein, nein. Wir waren ja hier irgendwie rüber bis jetzt. Na gut, wir sind jetzt wieder oben. Das können wir noch machen. Hier hoch natürlich.
weiß nicht. Ach nee. Nee, nee, nee. Nein. Nö. Auf keinen Fall. Ach komm. Ach komm. Besser nicht. Ach, bestimmt bitte. Nicht. Doch, bitte. Ich weiß nicht. Bitte. Bestimmt nicht. Ach, dann lass mal's. Ach nee. Hier haben wir anscheinend aber auch nichts. Wo könnte es hier noch lang gehen? Da geht die Treppe runter, das nützt uns ja aber nichts, oder? Da! Das war knapp. Ich sollte aufpassen, wo ich hintrete. Ist da noch irgendwas? Mal mit dem Kerblicht bearbeiten? Verstehe ich nicht. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, dann nicht. Ich nehme mir, gib mir mal einen Schluck was zu trinken. Muss mal sein. Leuchtschrift, ja, schön und gut alles, aber weiß ich bis jetzt noch nichts damit anzufangen. Nicht gerade stabil, noch hält es. Die Leuchtschrift ist durch das Nachbarhaus gekracht. Der Sturm muss entsetzlich gewesen sein. Komm mal, Clint. Sieht gefährlich aus, aber was soll's. Ich will, dass es nicht ohne Grund passiert. So, und ich hoffe, wir sehen jetzt hier irgendwo in Nigel. Nigel! Faye, komm nicht näher! Der Boden gibt nach! Ich suche ein Seil. Ich kann dich... Nein, Faye, du musst... Hast du versucht über das Geländer? Nein, Faye. Faye! Hör mir gut zu. Es ist wichtig, dass du mir ganz genau zuhörst. Finde das zweite San Francisco-Team. Finde Salvador und Delvin. Nigel, lass mich dir doch... 2050 ist zu spät. Ihr müsst einen weiteren Zeitsprung wagen. Hier, in dieser Konsole. Ich weiß jetzt, wie wir die Katastrophe abwenden können, die Cyanobakterie. Sie ist unsere letzte Chance. Ich verstehe nicht. Ich habe die Information in zwei Datenkristallen gespeichert. Einer ist runtergefallen, als der Boden nachgab. Finde ihn. Gib ihn Salvador. Er wird wissen, was zu tun ist. Nigel, die anderen Teams, sie sind alle tot. Reich mir deine Hand. Wenn ich heute noch ein Seil oder irgendwas gehabt. Die Bakterie. Sie ist der Schlüssel. Das ist jetzt ein bisschen Blödsinn, also... Sie wollen mich wohl veralbern. Was? Das denke ich auch gerade. Es war schrecklich. Er war der einzige Freund, den ich noch hatte. Wie könnte ich so etwas erfinden? Ach, kommen Sie. Sie wissen ganz genau, worauf ich hinaus will. Erst dieser Svensson und jetzt die Bakterie. Warum sagen Sie es nicht einfach? Ihr Freund starb für meine Forschung. Bedrückt dich das gar nicht? Ich bin weiß Gott kein Unmensch. Aber ich beginne allmählich die Strategie hinter Ihrem Märchen zu erkennen. Wir halten fest, meine Blaualge oder Cyanobakterie ist die Energiequelle der Zukunft. Wie geht's weiter? Ja. Wie geht es jetzt weiter? Genau die gleiche Frage habe ich mir damals auch gestellt. Ja, 2050, zu spät! Hallo? Wer ist da? Mission abbrechen. Bringt euch in Sicherheit. Zeitechos?
Von den anderen. Moment mal. Was ist das? Ein Notrufsignal. Das zweite San Francisco-Team lebt noch. Das Signal ist keine 2 Meilen entfernt. Ich brauche ein Boot. Okay, ein Boot brauchen wir jetzt. Lesegerät, ich würde sagen, wir gucken uns hier noch ein bisschen um. Da hinten ist leider gar nichts mehr zu entziffern. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Schien eine Bibliothek gewesen zu sein. Keine sichtbaren Schalter. Vielleicht aktiviert man sie, indem man etwas in diese zylindrische Halterung steckt. Ja, dieser hier scheint intakt zu sein. Und es sieht so aus, als könnte ich die Daten hiermit auslesen. Machen wir mal. Das sind ja unendlich viele Daten. Ich warte mit der Auswertung wohl lieber, bis ich das zweite San Francisco-Team gefunden habe. So viele Bücher habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Ich fände es ein bisschen... Schade. Ich kann nichts lesen. Sie kann nicht lesen? Das ist natürlich doof. Weiß nicht. Ich dachte, mit ein bisschen Putzen geht's vielleicht. Mit Seife, Entschuldigung. Lesegerät. Das verwendet man wohl zum Lesen dieser Datenkristalle. Das zweite San Francisco-Team, sind wir jetzt wieder darüber, oder wie? Die Stadt ist gänzlich überflutet. Ich muss eine Möglichkeit finden, über das Wasser zu kommen. Ein Boot. Irgendwo dort. Das Ding, denke ich mal, könnte ein gutes Boot abgeben. Er hängt nur noch an einem Scharnier, aber scheint dennoch stabil. Mit bloßen Händen? Keine Chance. Ja, das scheint mir das geeignete Werkzeug zu sein. Okay, machen wir mal. Ich habe irgend so eine Idee. Lieber nicht. Nee. Er besteht aus einer Art Hartplastik. Scheint seetüchtig. Noch ist er nicht untergegangen. Wollen wir mal einsteigen? Das würde vielleicht als Boot ausreichen, um das zweite Team zu suchen. Aber ohne Paddel bringt das nichts. Der Besen, das beste Paddel, was es gibt. Nee, ist gerblich. Die kleine Schaufel ist nicht groß genug für ein Ruder. Ich brauche etwas, mit dem ich weiter ausholen kann. Gehen offenbar langsam die Ideen. Jetzt überlege ich schon wahllos, Sachen aneinander zu... Ja, mit dem Seil kann ich die beiden Teile fest zusammenbinden. Hey, das sieht aus wie ein Paddel. Auf geht's. Okay. Ich will jetzt nicht wissen, wie das Ding zusammengebunden hat. Ja, das war doch nur ein Seil und so ein kleines Scheißding dran. Na gut, da paddeln wir mal eben zum zweiten San Francisco-Team. In der Hoffnung, hier auf Überlebende zu treffen. Und ja, ich würde jetzt sagen, ich setze jetzt hier an der Stelle gleich einen Schnitt. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge.
wenn wir dann unser zweites Team so, oh, und das verschwindet uns. Der Anzeige nach muss die zweite Kapsel hier ganz in der Nähe sein. Nochmal was trinken. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann nächste Folge. Bis dahin, viel Spaß.